Natürlich hofft niemand, dass seinem Hund etwas zustößt. Allerdings kann man Krankheiten oder Unfälle leider nicht immer verhindern. Erste-Hilfemaßnahmen beim Hund sollten allen Hundebesitzern bekannt sein. Deshalb nennen wir dir in diesem Video die 5 Schritte, die einem Hund im Notfall das Leben retten können. Wichtig ist, dass du dir diese in Ruhe anhörst und nicht erst, wenn bereits ein Notfall eingetreten ist. Nummer 1. Hund beruhigen und ruhig bleiben. Findest du einen verletzten Hund, dann nähere dich ihm vorsichtig und rede in ruhiger Tonlage mit ihm. Viele verletzte Hunde versuchen unter Schock vom Unfallort zu fliehen und verletzen sich hierbei nur noch schwerer. Außerdem kann es auch sein, dass der Hund vor Angst versucht zu beißen. Achte daher immer zuerst auf deinen eigenen Selbstschutz. Verhalte dich selbst ruhig und breche nicht in Panik aus. Handel rational und behalte einen kühlen Kopf. Nur dann sind lebensrettende Erste-Hilfemaßnahmen am Hund möglich. Nummer 2. Hund aus Gefahrenzone bringen und Tierarzt kontaktieren. Versuche anschließend, den Hund so schnell es geht aus der Gefahrenzone zu bringen. Solltest du dich nicht problemlos nähern können, dann kannst du kleine Tricks anwenden. Wirf eine Decke über den Hund und fange ihn dann ein. So kann er nicht entkommen und du kannst ihn greifen, ohne größere Schäden durch Beißen oder Kratzen zu bekommen. Befördere den Hund dann an einen sicheren Ort und lasse ihn nicht entkommen. Rufe umgehend einen Tierarzt an und beachte seine Anweisungen. Dieser kann sich dann auf den Notfallpatienten vorbereiten. Beim Anruf ist es wie bei uns Menschen ebenfalls wichtig, die 6 W-Fragen zu beachten. Wer ruft an? Wo ist es passiert? Was ist passiert? Welche Verletzung liegt vor? Wie viele sind betroffen? Warten auf Rückfragen. Nummer 3. Vitalfunktion kontrollieren und erhalten. Bis der Hund bereit für den Transport zum Tierarzt ist, hat die Stabilisierung des Hundes oberste Priorität. Versuche unbedingt, die Vitalfunktion aufrechtzuerhalten. Bringe den Hund zum Kontrollieren der Vitalfunktion am besten in die stabile Seitenlage. Greife quer von links über den Kopf, den unten liegenden Fuß des Hundes und ziehe ihn nach vorne weg. Der Hund liegt dann auf der rechten Seite und könnte direkt wiederbelebt werden. Mit leichtem Druck auf dem Hals kann man den Hund daran hindern, wieder aufzustehen. Ist der Hund nicht bei Bewusstsein, dann lagere den Kopf etwas erniedrigt, indem du ihm etwas unter den Brustkorb bzw. unter den hinteren Körper legst. Der Hals muss hierbei durchgestreckt sein. Die Vitalfunktion überprüfst du wie folgt. Prüfe zuerst den Puls des in Not geratenen Hundes. Für kleinere Hunde ist ein Pulsschlag von 100 bis 120 in der Minute normal. Bei größeren Hunden schlägt das Herz minütlich nur etwa 80 bis 100 Mal. Bei aufgeregten Hunden oder generell am Abend ist der Puls etwas höher. Am besten misst du den Puls an der Schlagader im inneren Bereich des Oberschenkels mit deinem Finger. Zähle die Herzschläge innerhalb von 15 Sekunden und nehme diese Zahl dann mal 4. So sparst du wertvolle Zeit. Wenn dir das Messen an dieser Stelle nicht möglich ist, kannst du auch versuchen, den Herzschlag am Brustkorb zu fühlen. Die Atmung solltest du ebenfalls überprüfen. Für einen kleinen Hund sind 18 bis 30 Atemzüge in der Minute normal, während größere nur 14 bis 22 Atemzüge aufweisen. Die Atemfrequenz kann natürlich durch Anstrengung, Aufregung oder das Wetter erhöht werden. Überprüfe den Luftzug um die Nase herum und entferne mögliche Partikel, damit das Tier frei atmen kann. Ein schnelles Hecheln oder ein flacher Atem zeigen Schmerzen und Verletzung an. Du kannst die Atmung auch wahrnehmen, indem du auf Atemgeräusche oder Atembewegungen achtest. Als nächstes solltest du den Kreislauf kontrollieren. Eine gute Einschätzung zum allgemeinen Kreislaufzustand geben dir die Schleimhäute. Drücke mit deinem Finger kurz auf die Schleimhaut der Lefse. Die normale kapillare Rückflusszeit des Blutes ist etwa 2 Sekunden. Dauert es länger, bis sich die Gefäße wieder mit Blut füllen, dann kann dies auf einen schlechten Kreislauf hindeuten. Auch mit Hilfe der Augen kannst du dir einen ersten Eindruck verschaffen. Große Pupillen und eine rote Nickhaut deuten oftmals auf eine Vergiftung hin. Die Nickhaut ist das dritte Augenlid des Hundes und eine zusätzliche Bindehautfalte im nasenseitigen Augenwinkel. Gesunde Hunde haben eine weiße Nickhaut und nur wenig sichtbare Blutgefäße. Regt sich der Hund oder liegt er komplett still? Berühre ihn vorsichtig und beobachte seine Motorik. Eine verlangsamte Motorik lässt auf Kreislaufprobleme schließen. Ist er überhitzt oder unterkühlt? Ebenso kannst du an den Schleimhäuten sehr gut die allgemeine Gesundheit des Hundes beurteilen. Blasse Schleimhäute deuten auf Blutarmut oder einen Schock hin. Sind sie gräulich oder pink, dann kann dies auf eine Vergiftung hindeuten.
Hat der Hund Leberprobleme, dann färbt sich die Schleimhaut gelblich. Eine bläuliche Farbe zeigt Sauerstoffmangel. Nummer 4. Erste Hilfe leisten. Der gefährlichste und kritischste Punkt ist die Reanimation von Hunden. Sind keine Lebenszeichen mehr wahrnehmbar, dann musst du sofort mit der Wiederbelebung beginnen. Sollten weder Herzschlag noch Atmung spürbar sein, musst du eine Herzdruckmassage anwenden. Optimalerweise beleben zwei Personen den Hund wieder. Eine mit einer Herzdruckmassage, während der andere beatmet. Und so funktioniert die Herzdruckmassage. Taste dich vorsichtig an die linke untere Hälfte des Brustkorbes heran und platziere dort deine Handballen übereinander. Bei kleineren Hunden oder Welpen reicht oft auch Daumen und Zeigefinger, da zwei Handballen zu viel Druck auf den kleinen Körper ausüben würden. Führe nun kräftig und gleichmäßige Druckbewegungen etwa ein bis zweimal pro Sekunde aus. Nach 10 bis 15 Stößen solltest du den Herzschlag des Hundes überprüfen und falls nötig den Prozess nochmals wiederholen. Eine Mund-zu-Nase-Beatmung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn der Hund einen Herzschlag hat und nur die Atmung fehlt. Dazu muss der Hund auf die rechte Seite gedreht und der Kopf möglichst weit nach hinten platziert werden. Öffne die Schnauze des Tieres und entferne, falls vorhanden, Erbrochenes oder Fremdkörper. Anschließend solltest du die Zunge des Hundes herausstrecken. Halte nun seine Schnauze fest und umschließe diese eng mit deinen Händen, sodass keine Luft entweichen kann. Anschließend pustest du 3 bis 5 Mal pro Minute durch seine Nase. Achte unbedingt darauf, dass das Lungenvolumen von Hunden deutlich kleiner ist als unseres. Beatme ihn also vorsichtig und beobachte, ob sich die Brust wieder hebt und senkt. Wiederhole die Beatmung bei Bedarf. Erste Hilfe bei starken Blutungen. Stellst du eine starke Blutung bei dem Hund fest, solltest du mit Hilfe eines Druckverbandes umgehend Erste Hilfe leisten. Hast du keinen Verbandskasten oder dergleichen parat, dann kannst du auch eine Jacke, Schal oder T-Shirt nutzen. Bei starken Blutungen mit hellrotem Blut muss die Extremität mit hohem Druck abgebunden werden, da der Hund sonst verbluten könnte. Wird die Blutung dadurch nicht gestillt, dann drücke das Blutgefäß mit beiden Händen oberhalb der Wunde in Richtung des Herzens ab. Erste Hilfe bei Knochenbrüchen. Ein Knochenbruch bei Hunden macht sich durch atypische Bewegungen deutlich. Der Hund bewegt sich anders als normal und die Gliedmaße baumelt herab. Stabilisiere den Bruch nach Möglichkeit mit einer Schiene und umwickele das gebrochene Bein vorsichtig mit einer Bandage. Handelt es sich um einen offenen Knochenbruch, sollte die Gliedmaße ruhig gestellt werden und eventuell ein Maulkorb angelegt werden. In diesem Fall muss keine Schiene angelegt werden, sondern man lässt den Bruch unbehandelt und sucht den Tierarzt auf. Erste Hilfe bei Vergiftungen. Vergiftungen beim Hund sind immer ein medizinischer Notfall. In einigen Fällen kann durch Erbrechen noch das Schlimmste verhindert werden. Bei Verdacht auf eine Vergiftung kann man nicht viel tun, außer sofort zum Tierarzt zu fahren. Und Nummer 5. Hund transportfähig für den Tierarzt machen. Wie du den Hund am besten zum Tierarzt transportierst, lässt sich pauschal nicht sagen. Wenn der Hund gehen kann oder sich aufrichten möchte, sollte man ihn lassen. Hat der Hund einen schwachen Kreislauf, dann ist es besser, das hintere Körperteil etwas zu erhöhen, damit das Blut in den Kopf fließt. Wenn der Hund bewusstlos ist, solltest du ihn in der stabilen Seitenlage befördern und den Kopf stets erniedrigt lagern. Die Fahrt zum Tierarzt sollte nach der Stabilisierung des Hundes so schnell wie möglich erfolgen. Wenn du diese Maßnahmen berücksichtigst und richtig anwendest, kannst du im Notfall nicht nur deinen Hund retten, sondern auch das Leben vieler anderer Tiere. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.